Was geht ab, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Ja, wir machen weiter. Ich hab jetzt nochmal nachgeguckt, ob wir irgendwie was Mana-mäßiges zum Verbessern haben. Aber wir haben leider keine Gegenstände dabei, die uns irgendwie Mana mehr geben oder eine höhere MP-Regeneration oder höheren Schaden-Output über Magie oder sonst was. Haben wir leider nicht. Also müssen wir uns mit dem zufrieden geben, was wir jetzt hier haben. Hier komme ich auch nicht rein. Ach Mann. Weg mit dir. Tod. Zack, weg mit dir. Zack. Zack. Der ist irgendwie voll dusselig, der Typ. Der sieht überhaupt nichts, der kriegt nichts mit, geil. Stirb, lol. Oh lol. Da kommt nichts mehr. Ist der Typ verbuggt oder was? Ich hab doch gedrückt, Mann. Komm on, stirb jetzt. MP-Stase. Ah. Wollen wir da? Ah, jetzt haben wir ihn aber, oder? Wow, wie viel dünner willst du denn noch werden? Du bist doch schon fast nichts mehr. Du bist doch schon nur noch so ein Strichmännchen. Weg mit dir. Okay, der hat keine Waffen mehr. Jetzt macht er ja eigentlich nicht mehr wirklich viel Damage, denke ich, ne? Boah, der muss sich komplett auflösen, der Typ. Aber wo muss ich denn jetzt hier hin, verdammte Axt? Oben konnte ich doch gar nicht mehr an ihm vorbei. Ich verstehe das gerade nicht. Ach. Ich kann mich nicht ducken. Ich raff das nicht. Zentrallift aktivieren. Moment, ich will mal auf Karte gucken nochmal. Okay. Wir müssen quasi da rein. Dann darum, darüber. Ne, ganz wahr. Hier ist das große Vieh drin gewesen. Hoch? Irgendwo hier. Da muss irgendwo ein Durchgang sein. Oh Mann, ey. Ich weiß jetzt auch nicht, wenn ich wieder mit dem Altena-Dingsbumster funktioniert. Ob ich dann alle hier in dem gesamten Gebiet töte oder. Moment, ich guck nochmal eben auf Karte jetzt hier. Okay, da kann eigentlich nur hier sein. Weil hier ist komplett zu alles, okay. Ich muss zu dem Vieh da oben hin. Ich muss definitiv da oben entlang. Och, lol, der sieht mich, echt. Ach, der Aufzug ist auch schon wieder zu. Da ist nur noch Absperrung. Hier ist ein Gang. Boah, laber doch nicht. Den habe ich die ganze Zeit nicht gesehen, oder was? Oh Mann, ey. Wie dumm. Oh, weg mit dir. Oh Mann, wie dumm. Dass ich den die ganze Zeit nicht gesehen habe, Alter, das grenzt schon an Verarsche. Aber höchstgradige Selbstverarsche. Okay, jetzt müssen wir hier irgendwo die Mechanik finden. Da ist der Schaltpult.
Obst nicht springen. Du sollst das hier bedienen. Los, intrigier. Wo ist denn das jetzt? Da, intrigieren. Ach, da. So, jetzt aber. Ah, okay. Und jetzt nur zurück. Oh Mann, ey, so einfach kann das sein. Und ich Pappnase renne hier rum wie so ein Geistesgestörten. Und find das Ding nicht, ey. Sau dumm. An dem Vieh renne ich jetzt einfach dann vorbei. Wobei das hier auch noch der falsche Weg ist, oder? Ja. Zähmacher. Weil jetzt komme ich hier wieder nicht drüber. Naja, ist okay, ist okay. So. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich für das große Vieh oder irgendwie länger das kanalisieren muss, dass ich da dass das Vieh down geht. Aber den würde ich ja gerne töten, aber abgesehen davon kriege ich auch allgemein irgendwie keine EPs für die ich jetzt gekillt habe. Deswegen war da, glaube ich, allgemein so ein bisschen worth. Achso, doch, okay. Ich habe gedacht, ich laufe jetzt falsch, ich muss noch was anderes machen. So. Okay. Stromversorgung teilweise wiederhergestellt. Ja, scheiße. Teilweise. Gut gemacht, Majestät. Etwas Abwechslung. Oh lol. Was soll das? Oh fuck. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, nein! Really? Zegnatus-Festung. Die mobile Kommandozentrale des Niflheimer Imperiums. Auf ihrem obersten Deck wird der aus Insomnia entwendete Kristall aufbewahrt. Doch von Wachen. Fuck it. Ich denke mal, irgendwie nur vom Wachen beschützt dies, das, Ananas. Könnt ihr euch das natürlich auf Pause machen und dann trotzdem anschauen und durchlesen. Weil ich bin halt nicht so der schnellste Leser. Und auch nicht wirklich der beste Leser. Im Lautlesen. Also an sich kann ich leise für mich klar besser lesen wie laut. Aber es liegt auch, glaube ich, einfach daran, dass ich nicht wirklich oft oder noch nie wirklich oft oder viel laut gelesen habe. Oh lol. Der Ravus. Mit seiner Hand am Schwert. Aber der hat ein geiles Schwert mit so Engelsflügeln. Okay, der ist tot, Alter. Warum ist der tot? Wer hat den kaputt gemacht? Aber geil, wir haben eine Waffe. Was heißt, wir haben eine Waffe? Haben wir alle Waffen wieder? Ich glaube, das war das Königsschwert, was die Alte uns da gesagt hatte. Alter. Schwert des Vaters. Okay, aber ich frage mich, wieso? Wer hat den getötet und warum? Ist der jetzt auf einmal tot? Aufheben. Luna, eine Eskorte ist zu dir unterwegs. Du musst Lucis verlassen und mit Gentiana nach Tenebrae zurückkehren. Das Imperium fürchtet den Pakt mit Titan und will dich umbringen. Sei vernünftig und hör auf mich. Ravus. Ah, guck mal, der hat die gewarnt. Luna, suche Schutz in Altissia. Nimm unter keinen Umständen Kontakt zum Imperium auf. Wenn du noch immer entschlossen bist, den Ritus durchzuführen, sei auf alles gefasst. Wenn Noctis sich würdig genug zeigt, von Leviathan gesegnet zu werden, so werde ich ihm auch seines Vaters Schwert überreichen. Ravus. Ah, lol. Alles klar. Also die haben... Der Ravus hat die ganze Zeit mit der Luna geschrieben...
Und das meinte der Dings wahrscheinlich auch mit von wegen mit dem Hintergehen. Der Aldrin. Und dann hat der den wahrscheinlich umgebracht. Luna, selbst mit den Kräften von Ramu war Noctis wehrlos und schwach. Wach auf, Luna Freya. Er ist nicht der wahre König. Er hat seines Vaters Schwert nicht verdient und dein Opfer erst recht nicht. Ravus. Okay, Kollege. Was laberst du für ein Bullshit, Alter? Ich hab das Schwert meines Vaters. Meines Vaters. Also, warte mal, kann ich da jetzt noch andere Schwerter benutzen? Also wieder alle oder nur das? Ne, nur das, okay. Rest kann ich nicht auswählen. Alles klar, sondern jetzt gucken wir mal. Nicht. Was, vielen Dank? Hä? Wissen wir nicht, sagt er. Vielen Dank, Ruhe und Frieden. Erledigen wir das gemeinsam, Vater. Noctis kann noch immer nicht Warpen und Fähigkeiten benutzen. Allerdings kann er nun zusätzlich zur Ringmagie auch Regis Schwert im Kampf einsetzen. Ja, mit dem Schwert fühle ich mich auf jeden Fall wesentlich wohler. Oh lol. What the fuck? Da war wieder dieser Move, den ich auf einmal machen konnte. Lol. Okay. Also das Schwert ist irgendwie komisch anders. Ja, der Ring, der war ja jetzt nicht so ultra gut. Fand ich. Weil der Tod hat einfach zu lange gedauert. Mal diese Altana. Dings geht doch ab, aber. So, warpen kann ich noch nicht. Boah. Macht aber Damage gegen die sicher. Zack. Zisch ab. Geil. Komm her, du Vieh. Okay. Also das Schwert von Regis ist eigentlich ganz cool, wie ich das jetzt so erstmal empfinde. So, was haben wir denn hier noch? Ein Super Elixier. Okay. Ahnst du, was als nächstes kommt? Ja, dein Tod. Kacklappen. Psst, hast du das gehört? Nein. Da ist irgendwas. Ja? So, wir gehen mal zwischenzeitlich wieder pennen, weil wir haben doch schon wieder einen weiten Weg hinter uns gelassen. So, Attacke. Gucken, was jetzt so kommt. Oh lol. Oh, Gift, ehrlich. Sind wir ja auch noch mit Gift oder was? Karte gucken. Wait. Okay, also ich kann da wohl auch lang. Also, immerhin habe ich dich gewarnt. Naja. Es wird immer schlimmer. Ich muss etwas tun. Das Giftgas verringert LP. Behalte seine Gesundheit im Auge und suche einen Weg, um das Gas abzustellen. Naja. I'm on the way. Reflexionsverstärker. What? Verpiss dich. Okay, hier ist nichts. Voll die Gaskammer hier, Alter. Ich meine, ich könnte da ja jetzt so ein Dings nehmen. Ich habe ja so ein Anti-Gift Allheilmittel Geschiss, aber solange das noch nicht so akut ist, würde ich die Sachen erstmal behalten. Und anscheinend bin ich nach jedem Kampf wieder fit. Naja. Fallen jetzt Elixier. Aber dass der jetzt immer wieder aufhört zu laufen und so, finde ich ätzend. Okay, hier haben wir gleich das Ziel gefunden. So, mach auf hier. Hier liegt Loot. Magieverstärker. Hier können wir doch bestimmt das Gas ausstellen, oder? Intrigieren. Ja.
Oder wir machen das jetzt noch schlimmer. So dicht. Mein Glück, das war knapp. Zack. Dieser aufgeladene Schuss ist mega geil. Weil ich unterhalte mich. Ja, ich unterhalte mich mit... Ich unterhalte dich, wenn ich bei dir bin. Zack. Du bist tot, ne? Ja, okay. Easy. Easy peasy. Zack, Überraschungskombo. Was, meine Mutter? Ist da noch einer? Nein. Okay. Hier ist Sackgasse. Geil, bin ich gerade instinktiv den richtigen Weg gelaufen. Das freut mich natürlich. So. Oh lol. So, friss es. Auf jeden Fall mit dem Schwert ist das schon wesentlich angenehmer, wieder hier rumzurennen. Als mit dem Ring. Weil ich bin ja nicht so der Magier-Typ. Achso, hier war ich doch schon drin. Und das gilt leider auch dann so für... auch für solche Magie-Attacken. Wobei ich diese Alles-Vernichten-Attacke ganz cool finde. Oder auch diese Dodge-Mechanik. Die wäre geil, wenn man die zusätzlich zu einem Schwert benutzen könnte. Also wenn man ein Schwert in der Hand hat und dann dodgt, dass man dann diesen Explosionsschaden da hat. Oh wow. Du Wichser, Alter. Steht da direkt hinter der Tür, Alter, und haut dir direkt in die Fresse, sobald du die Tür aufmachst. Verdienstorden des Imperiums. Das finde ich immer so ein bisschen unfair. Aber stellt euch mal vor, ihr seid low. Ihr macht die Tür auf, weil ihr denkt, ey, geil. Da ist die rettende Tür. Nice, und dann kriegt er da einfach auf die Fresse. Der packt mich. Ich wusste es, dass er aufsteht. Weil er hat seinen Kopf bewegt diesmal. Da ist noch einer. Der will explodieren, der Typ. Na, mach das mal schön alleine, mein Freund. Haha. Ne, ne, so nicht. Das habe ich diesmal gesehen. Oh, da ist noch so einer. Der explodiert doch auch, oder? Oder der ist einfach nur Fail. Der steht auch auf, oder? Komm, pack mich, du Schwein. Naja, doch nicht. Okay. Ah, ich hasse aber solche Labyrinths, ne? Oh, lol. Ah, das mit diesem Doppelgänger, das ist eigentlich eine ganz coole Mechanik. Die habe ich auch so schon gesehen. In dem Fähigkeitenbaum, aber bis jetzt fand ich die irgendwie zu teuer. Ach Leute, wir können uns Nahrung kaufen. Intrigieren. ID-Karte Stufe 4. Auf Stufe 4 erhöht. Hey, hey, einkaufen. Heiltränke. Aber nur Verbrauchsgüter, okay. Wir kaufen uns auf jeden Fall mal noch ein paar Äther. Oh, so viele wollte ich nicht haben. Weil wer weiß, ob wir da nochmal vielleicht die Waffe verlieren oder so. Ja, Heiltränke haben wir 20 Stück im Inventar, das reicht vollkommen. Goldnadel brauchen wir nicht, Phönixfedern haben wir auch, Super Elixier haben wir auch. Riesalz, bla bla, achso, geht noch weiter runter, ja, aber das ist alles nur... Okay, brauchen wir nichts. Wäre geil, wenn wir uns hier so eine krasse Waffe kaufen könnten oder so. Okay. So, jetzt haben wir Stufe 4. Achso, Leute, wir machen hier eben schnell einen Cut. Mit der Stufe 4 Karte machen wir dann nächstes Mal weiter und gucken, wo wir dann so hinkommen. Ich will hoffen, wir kommen langsam mal zum Prompto und aus dem ganzen Geschiss hier raus. Und ja,
was mit Gladio ist, will ich natürlich auch wissen. Wahrscheinlich kommen die wieder an und haben wieder mehr Narben oder Gladio hat einen Arm verloren oder so. Naja, gut. Egal, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir eine Bewertung da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, haut rein!